Moin Leute, kann man mit einem Spiegel oder einer Spiegelfolie mehr Ertrag aus einer PV-Anlage holen? In gewissen Fällen kann das tatsächlich Sinn machen. Ich und mein Lieblingsphysikprofessor Martin Hundhausen zeigen euch heute verschiedene Fälle, bei denen wir das nachgemessen haben und abschätzen können, ob das für euch Sinn macht oder auch nicht. Und bevor es losgeht, nächste Woche erzähle ich euch, wie es aktuell um die Einspeisevergütung steht, denn es gibt ernste politische Probleme. Also Abo nicht vergessen, um das zu passen. Ach ja, und wir haben jetzt auf Instagram immer Kurzversionen von unseren Videos zu den meisten, also könnt ihr auch da gerne mal reingucken. Okay, jetzt geht's los. So, der erste spannende Fall, wo das Ganze Sinn ergeben kann, ist, wenn zum Beispiel die PV-Module wie bei mir flach aufgelegt sind und dahinter auch zum Beispiel eine Wand sich befindet. Machen wir jetzt erstmal das Experiment und werten das dann aus und bewerten das dann auch. Bitte schaut euch die Erklärung dazu aber an, denn es gibt hier wirklich sehr wichtige Einschränkungen, die man kennen sollte, falls ihr ernsthaft vorhabt, sowas zu tun. Okay, hier seht ihr jetzt den einfachen Versuchsaufbau. Ich habe jetzt hier praktisch ein 500 Watt Ja-Solarmodul genommen und meine Frau war so nett, diese Mylar-Folie nennt man die, hinter das Solarmodul zu halten, sodass diese Folie die Sonne auf das flach aufliegende Solarmodul reflektiert. Ja, und 0 Grad, also flach aufliegend, ist im September tatsächlich kein guter Winkel. Das bedeutet, dass wir das möglicherweise mit der Spiegelfolie hier ein bisschen kompensieren können. Ja, heute geht es ja um Spiegel und das ist ein super Zeitpunkt, um euch auf den Sponsor des heutigen Videos aufmerksam zu machen. Denn bei Prozessen in der eigenen Firma macht es manchmal Sinn, sich selbst den Spiegel vorzuhalten. Unser Sponsor heute ist Pipedrive und Pipedrive ist ein Customer Relationship Management Tool. Kurz gesagt ein CRM und das hilft Unternehmen, ihre Beziehungen zu Kunden zu verwalten, also da einfach einen Überblick auch zu behalten. Und das bedeutet, es hilft dabei, Kundendaten zu speichern, Verkaufsaktivitäten zu planen, Leads zu verfolgen. Eigentlich absolut essentiell, wie ich finde. Es ist aber auch total geeignet, um zum Beispiel Projekte und Beziehungen zu verwalten, um einen Überblick zu behalten. Also hier zum Beispiel habe ich ein Open-Source-Energie-Optimierungssystem als Projekt und versuche das damit ein bisschen zu managen, damit ich überhaupt noch irgendwie durchblicken kann. Da sind auch 1000 Leute, mit denen ich reden musste, ganz schönes Durcheinander und das hilft schon. Wie immer habe ich mir das aber auch aus wissenschaftlicher Perspektive angesehen und dazu gibt es erstaunlich viele Arbeiten. Besonders spannend ist das hier. Ein Ergebnis war zum Beispiel, dass Firmen mit einem CRM-System wie Pipedrive ihre Verkaufsprozesse um bis zu 30% verbessern konnten, was auf die Automatisierung und effizientere Datenverarbeitung zurückzuführen ist. Ein weiter wichtiger Punkt in dem Paper ist die Technologieakzeptanz. Dazu wurde ein Technology Acceptance Model verwendet, also wie gut werden solche Systeme eigentlich angenommen. Und das hängt maßgeblich von der Benutzerfreundlichkeit und den wahrgenommenen Vorteilen ab. Und das scheint bei Pipedrive ziemlich gut zu funktionieren, denn Unternehmen, die Pipedrive nutzen, haben eine 25% höhere Abschlussrate. Und das liegt vor allem daran, dass sich Pipedrive um zeitraubende und wiederholende Aufgaben kümmert und Vertriebsprozesse so optimiert. Wenn ihr neugierig seid, probiert es einfach mal aus. Und mit dem Link unten könnt ihr eine 14-tägige kostenlose Testversion starten und bekommt sogar 20% Rabatt. Okay, weiter geht's jetzt. Okay, messen wir doch einfach mal die Leistung mit und ohne die Folie und schauen, was dann passiert. Ihr seht jetzt hier dieses einfache Messgerät, das kann man an Solarmodul hängen und damit dann die MPP-Leistung messen und auch einige Kennwerte der Module. MPP-Leistung heißt, dass es bei dieser Sonneneinstrahlung praktisch die maximale Leistung dieses PV-Moduls ist. Ihr findet den Link auch unten in der Beschreibung. Ich finde das Teil echt super, um Fehler zu finden oder um einfach die Leistung der PV-Module nachzumessen. Man sieht hier relativ schnell, welche Module defekt sind oder auch nicht. Also für einen PV-Betreiber, der gerne mal selber ein bisschen nachmisst, ist das eine feine Sache. Okay, checken wir jetzt direkt mal die Ergebnisse, also quasi mit und ohne die Folie. Und auf der Y-Achse seht ihr hier die Leistung des Moduls bei ca. 15 bis 16 Uhr am Tag. Also es war jetzt hier schon was später am Tag. Die Sonne war jetzt also hier nicht am maximalen Punkt, sondern schon etwas darüber hinaus. Der blaue Balken, den ihr seht, der ist ohne die Spiegelfolie und die schwarze Linie oben, die ihr sehen könnt, beschreibt die Messunsicherheit als Fehlerbalken. Für die Experten ist das die einfache Standardabweichung, die ihr hier seht. Der grüne Balken ist dann mit der Spiegelfolie und ihr seht, dass mit der Spiegelfolie es im Mittel 64 Watt mehr waren. Und wenn wir jetzt mal überlegen, dass das Ganze, also die Basis bei 220 Watt in diesem Moment lag, ist das eigentlich verdammt viel. Das sind halt ungefähr 30% mehr an Leistung. Die Folie kostet ungefähr 7 Euro, ist in größeren Packen aber auch sicherlich günstiger zu bekommen. Ich habe jetzt für diesen Versuch nur die eine geholt und da war mir das jetzt nicht so wichtig. Ich denke auch, dass man diese 7 Euro verdammt schnell wieder raus hat. Wir rechnen das aber gleich im nächsten Fall nochmal nach. Da wird es nämlich nochmal spannender und dann könnt ihr sehen, wie das funktioniert. Jetzt gibt es aber noch ein ganz großes Aber.
Je nach Sonnenstand trifft die Reflexion des Spiegels das Modul halt auch nicht. Also eigentlich müsste der Spiegel ja immer nachgeführt werden, je nachdem wie die Sonne steht. Das kann man, glaube ich, ganz gut verstehen, ne? Also dass man hier quasi immer versucht, das PV-Modul zu treffen. Hat man jetzt aber, wie ich zum Beispiel, sehr viele Module nebeneinander und dann eine Reihe an Spiegeln, dann trifft man wahrscheinlich die Module an sich ganz gut, einfach weil es eine sehr breite Fläche ist. In der Jahreszeit müsste man je nachdem die Neigung aber nochmal ändern, also den Anstellwinkel der Spiegel, das könnte halt nochmal auf einen zukommen, damit es ganz gut passt. Und was man auch bedenken sollte, ist, dass die Folie wirklich sehr dünn ist, also da müsste man wirklich noch eine gute Befestigung haben, wo man die vielleicht dann anklebt. So, und jetzt gibt es auch einen zweiten, echt wichtigen Punkt, und zwar kann ich das unbegrenzt machen. Also ich meine, die Idee ist ja jetzt quasi an dieser Spiegelfolie, dass ich mehr Licht auf das Modul bringe und dass es dann auch mehr liefert. Und jetzt kann man die Frage stellen, geht das eigentlich unbegrenzt? Also kann ich quasi jetzt mal völlig übertrieben einen riesigen Spiegel oben drüber machen und auf ein Modul packen und würde es dann einfach mehr liefern? Trotzdem, also gibt es da irgendeine Grenze quasi, ne? Versteht, glaube ich, was ich meine. Und da fragen wir doch einfach mal den Physikprofessor. Martin, was sagst du dazu? Ja, im Prinzip geht das so, doppelt so viel Licht, doppelt so viel Strom, das funktioniert. Also wenn du jetzt statt 1000 Watt so volle Sonne 30% mehr hast, kriegst du auch mehr. Allerdings gibt es eine kleine Einschränkung, bei so hohen Helligkeiten wird ja die Temperatur höher, also würde auch die Temperatur des Moduls zunehmen und das bedeutet, dass der Wirkungsgrad etwas niedriger ist. Das ist so ein 5%-Effekt, das heißt, nicht ganz 30% mehr, sondern eine kleine Reduktion gibt es dann natürlich schon. Aber im Prinzip ist es einfach mehr, Licht bringt auch mehr Strom. Auch ein wichtiger Punkt ist noch, dass die Elektrik auf dem Modul, also quasi die kleinen Drähtchen, die Käbelchen, auch hinten die Bypass-Dioden und so weiter, natürlich nicht unbegrenzt Strom aushalten können. Also auch diese erwärmen sich und hier gibt es auch einfach ein Limit, wo diese ganzen Teile auch irgendwann kaputt gehen einfach. Okay, nächster Fall. Was kann man rausholen mit bifazialen Modulen? Falls ihr die nicht kennt, bifazial bedeutet, dass die Rückseite des PV-Moduls auch Strom erzeugen kann. Zum Beispiel bei PV-Zäunen ist das eine super Sache, da diese in der Regel ja von beiden Seiten beschienen werden können. Also beispielsweise, selbst wenn die nach Süden zeigen, habe ich von der Rückseite ja immer noch Diffuslicht, was da drauf trifft. Was kann man da jetzt erwarten, wenn ich die Rückseite so bestrahle? Also typischerweise sind es so 5-30%, die Rückseite nochmal zusätzlich an Mehrertrag bringt. Also die kommen wirklich nochmal on top drauf. Also das ist tatsächlich jetzt auch kein Kleckerbetrag, sondern das ist schon ordentlich. Also messen wir doch einfach mal, was das konkret bringt. Und ich teste das jetzt mit meiner Garten-PV-Anlage und schaue mal, wenn ich die Spiegelfolie dahin halte, ob das was bringt. Ihr seht ja, wir haben da hinten so eine Art grüne Abdeckung, also so einen Sichtschutz vom Zaun. Und der reflektiert auf jeden Fall nicht sehr gut. Das heißt, mit der Spiegelfolie ist es durchaus möglich, dass die noch mal ein paar Prozent zu holen sind. Okay, ihr seht jetzt hier, wie ich mich hinter dem Modul platziere und halte die Spiegelfolie dahinter. Damit sollte dann, wie gesagt, noch ein bisschen Restlicht auf die Rückseite reflektiert werden. Und meine Frau misst dabei die Leitung, wie ihr seht. Und mein 5-jähriger Sohn ist der Kameramann. Deswegen ist hier auch hin und wieder mal ein Daumen drin. Aber ich finde, er hat das ziemlich gut gemacht für sein Alter. Ist also hier ein richtiges Familienexperiment gewesen. Es hat auch echt Spaß gemacht, fand es ziemlich witzig. Aber jetzt die Frage, was hat die Spiegelfolie eigentlich gebracht? So, auch hier wieder der blaue Balken ist dann ohne Folie und der grüne Balken ist quasi mit der Folie. Und wir würden erwarten, dass der grüne hier ein bisschen größer ist. Und zusätzlich sehen wir in schwarz dann wie eben auch die Fehlerbalken. Das ist dann quasi die einfache Standardabweichung. Also hier, das ist ungefähr die Messtoleranz, die ich hier gemessen habe. Okay, der Benefit, den wir hier sehen, das sind jetzt hier 12 bis 13 Watt Zugewinn, also ungefähr 5%. Das ist jetzt nicht so groß wie eben bei dem flach aufliegenden Modul, wo ich dann quasi die Sonne noch da drauf gestrahlt habe. Aber immerhin, also auch 5% ist ja was. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, lohnt sich das? Ich habe jetzt natürlich nur einen Zeitpunkt am späten Nachmittag gemessen und kann jetzt nicht 100% sagen, wie sich das über längere Zeit verhält. Aber 5% Steigerung sind in meinen Augen durchaus realistisch. Wie gesagt, die Mylarfolie kostet bei Amazon so ungefähr 7 Euro und ist sicherlich auch günstiger zu bekommen, wenn ihr die zum Beispiel in größeren Paketen holt oder auch einfach ein bisschen mehr guckt. Ich hatte da jetzt für das Experiment habe ich jetzt nicht so intensiv nachgeforscht. Und bitte bedenkt auch, dass die Folie sehr dünn ist und das halt irgendwo angebracht bzw. verklebt werden sollte, damit das Ganze auch hält. Jetzt hier zum Beispiel wäre es bei uns die Möglichkeit, die einfach an diesen grünen Zaun dran zu kleben und dann wäre es wahrscheinlich schon in Ordnung.
Okay, mit einem 450-Watt-Modul bei Südausrichtung und 35 Grad Aufständerung, also tatsächlich so, wie es jetzt bei meiner Gartenanlage auch ist, habe ich so einen Ertrag von ungefähr 450 Kilowattstunden im Jahr. So, wenn ich jetzt sage, dass der Spiegel nochmal so 5% mehr bringt, dann wären das ungefähr 22,5 Kilowattstunden im Jahr für ein einziges Modul, immerhin. Und setzen wir jetzt mal irgendwie 20 Cent für den Strom an, den ich jetzt mal fiktiv spare. Wie gesagt, jetzt einfach mal so eine Beispielrechnung. Dann sind das immerhin 4,50 Euro Ersparnis im Jahr für ein Modul natürlich. Ne? Bei 30 Cent Strompreis wären es dann schon 6,75 Euro Ersparnis. Und ihr könnt aber auch gerne die Werte einsetzen, das berechnen, wie ihr wollt. Das ist jetzt hier nur so ein ganz einfaches Beispiel. Wir reden hier also von einer Amortisationszeit so von 1 bis 3 Jahren, je nachdem. Und das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Was man dazu sagen sollte, um ehrlich zu sein, ist natürlich, ich weiß nicht, ob die Folie so lange hält. Also mir fehlt einfach jetzt die Erfahrung. Das hängt sicherlich von der Befestigung und auch von der Wetterexposition ab. Falls irgendwer Erfahrung mit solchen Folien hat, dann gerne in den Kommentaren teilen. Das wäre sehr spannend. Es gibt ja aber auch andere Spiegelmöglichkeiten. Das war jetzt nur eine, die ich irgendwie gefunden habe auf die Schnelle. Ja, und jetzt das dritte, der dritte Fall, und der ist auch total spannend, denn jetzt mal, also die ist halt so unfassbar einfach, aber je nachdem bei der Auslegung der Anlage kann das für den einen oder anderen echt interessant sein. Zieht euch mal die PV-Anlage von Martin rein. Ihr seht, er hat ja die Module gut aufgeständert vor einer hellen Rückwand. Und jetzt ist die Frage, die helle Rückwand reflektiert ja einiges an Licht an die Rückseite der Solarmodule. Und das sind jetzt tatsächlich bifaziale Module. Das heißt, die können so 5 bis 30% nochmal on top bringen, wenn man die von hinten richtig gut bestrahlt. Und jetzt die Frage, was bringt das? Ja, das ist ein bisschen tricky, das hier zu messen am Haus. Die Solarmodule sind ja hier vor der Fassade montiert. Also vor der relativ hellen Fassade, und deswegen bekomme ich da relativ viel diffuse Strahlung noch zusätzlich dazu. Aber es ist ein bisschen tricky, das zu messen und zu quantifizieren. Und dazu habe ich vorne auf der Hauptseite, wo die Sonne drauf prallt, eine schwarze Folie draufgedeckt, sodass kein Licht mehr von vorne kommt. Dann bricht es aber nicht völlig ein, sondern hat man nur noch den Beitrag von hinten. Und da habe ich gemessen, dass ich knapp 10% Ertrag habe von dem, was von vorne ist, und wenn ich dann beide Seiten offen habe, dann erhöht sich entsprechend etwa um 10% der Ertrag des Moduls. Also es funktioniert und ist hier eine super Sache. Ja, danke Martin. Und er hat das in seinem Video hier, das findet ihr unten in der Beschreibung, den Link, auch nochmal viel genauer erklärt und auch wirklich nochmal auf bifaziale Module mehr eingegangen, die Messmethode gezeigt. Es ist echt spannend. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Man lernt wahnsinnig viel bei ihm über PV. Also guckt euch das Video gerne mal an. Das lohnt sich. Okay, was ist das Fazit? Also tatsächlich kann man mit sinnvoll eingesetzter Reflexion auch noch etwas aus seiner PV rausholen. Und ich hoffe, dass wir euch hier und heute so ein paar Anregungen und Erklärungen geben konnten, um damit vielleicht eigene spannende Ideen umzusetzen und da noch so das allerletzte aus eurer PV-Anlage rauszuholen. Zumindest für die Fälle, die wir hier gezeigt haben. Wichtig ist aber natürlich, dass die eingesetzten Spiegel sehr günstig sind, denn sonst wird es sich in vielen Fällen nicht lohnen. Und bitte nicht vergessen, dass auch PV-Module im Moment echt günstig sind, sodass man das natürlich in Frage stellen kann, ob die Fläche halt je nachdem mit einem PV-Modul besser gelegt wäre quasi. Es sei denn, das ist natürlich eine verschattete Fläche dann nicht, aber das sollte man nochmal berücksichtigen. Wie ihr gesehen habt, kann aber sogar eine helle Rückwand bereits einen guten Zugewinn bei Bifazialmodulen bringen. Also auch das finde ich eine ganz spannende Sache. Wir haben es halt einfach mal gemessen, wo liegen wir da ungefähr. Und ich finde, das ist jetzt wirklich auch kein Kleckerbetrag. Das sind durchaus einige Kilowattstunden im Jahr, die man da zusätzlich bekommt, quasi für echt wenig. Also insgesamt eine recht spannende Sache. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.